One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch mal einen schönen Grundrhythmus, sehr swingig, und ich spiele den mal langsam nochmal, ja. Okay, also es ist ein längeres Muster, welches melodiös ist, und ich teile das mal in zwei Teile. Die ähneln sich sehr, bis auf ein paar kleine, ja, Das ist es. Okay, also hier haben wir Haupthand, Bass, ein offener Bass, dann mit der Nebenhand, bei mir ist es die linke, mit der Nebenhand eine geschlossene Höhe, die Hand bleibt liegen, der Ton klingt nicht aus. Also die ersten drei Schläge, und der dritte Schlag ist ein leichter Slap, wo die Hand gegen die Trommel schnalzt, ja, hier mit der Handfläche, und die Finger sind locker, ja. Du kannst auch ein bisschen drehen. Ja. Also die ersten drei Schläge. So klingt das. Okay, weiter geht's. Ja. Nochmal. Nach diesen drei Schlägen kommen zwei offene auf der Höhe, also die ersten 5. Und die zwei offenen Schläge beginnen auch mit der Haupthand. Ich mach's mal noch langsamer. Nochmal. Durch diese geschlossenen Schläge und den Slap, durch die Kombination von offen, geschlossen und Slap, habt ihr eine schöne melodiöse Abfolge, ja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so, jetzt geht's weiter. Dann kommt eben nochmal genau das, was wir am Anfang kommen, die ersten drei Schläge. Also 8 Schläge. 1, 2, 3, 4. Okay, weiter geht's. Das sind die ersten Schläge. Und nun kommt mit der Nebenhand, geht er mit der Nebenhand im Bass. Ich spiele es euch erstmal vor, was jetzt der zweite Teil kommt, ja? Okay, was ist neu? Es kommt mit der Nebenhand ein Bass auf und 1 rein, ja? Die ersten 8 Schläge bleiben so. Im Prinzip, der erste Teil und der zweite ähneln sich, bis auf den extra Bass mit der Nebenhand. Und am Ende kommen noch zusätzlich 2 offene Schläge hinzu. Der zweite Teil ich muss es insgesamt machen, ist besser. Also insgesamt. Alright, kleiner Verspieler. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Ich empfehle dir, dass du den ersten Teil kannst, weil wenn du den kannst, ist der zweite ja gar nicht mehr so schwer, mit den Extraschlägen noch dazu. Wir gehen nochmal zurück zum ersten Teil und spielen den spiele ich mal als Wiederholung, dass wir den zusammen gemeinsam halt spielen können. Ja? 1, 2, 3, 4. Mehr Tempo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alright, okay. Und nun spiele ich den ganzen Rhythmus langsamer und du lauschst vielleicht kurz und dann probierst du mal mitzuspielen. Bum, bum, ka, da, da, 1, 2, 3, 4. Das ist es. Ja, jetzt brauchst du es einfach nur noch üben. Ja, das war's von mir für heute. Ich bin Ingo Gutmann und zum Schluss spiele ich noch ein bisschen mit diesem Rhythmus rum als Inspiration und aus Spaß. Ja. Hab einen wunderbaren Tag. Ich spiele es auch schneller. 1, 2, 3, 4.